Hallo Welt, hier ist der Andi von magicbooks.de. Ich habe hier ein Bundle von dem neuen Set Duskmourn House of Horror, sponsert und zur Verfügung gestellt von unserem lieben Raccoon Rises auf MKM. Schaut vorbei bei den Jungs und Mädels, ist ein richtig guter Online-Shop auf MKM. Und die haben uns das zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür, ich mache das mit euch auf. Ich versuche mich nebenher nicht zu verletzen. Und da geht's schon los. Und dann schauen wir mal, was da drin ist, wie die Box aussieht. Und natürlich vor allem, was die Booster für uns bereithalten. Also Schachtel, ja, packe ich zur Seite. Irgendein Inlay mit den Zwillingen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dieses moderne Pop-Culture-Horror-Theme habe ich persönlich nichts dagegen, sehe ich nur nicht so richtig in der Magic-Welt, wenn ich ehrlich bin. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Artworks und die Artstyles mal wieder grandios sind. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr denn von dem Set haltet. Wart ihr beim Pre-Release? Wie ist gelaufen? Wie waren eure Decks? Habt ihr Spaß? Und was haltet ihr von der Edition an sich? Würde uns mega interessieren. Genau, ansonsten, wir haben wie immer diese Punch-Out-Dinger, die man mal mehr, mal weniger brauchen kann. Finde ich jetzt, ja, kann man haben oder nicht. Hervorragend ist aber wie immer die Box. Hier haben wir noch irgendwelche Rules-Karten. Braucht wahrscheinlich auch niemand. Diese Grievous Wound ist hier die Promokarte. Okay, die hatte ich in meinem Pool, habe sie gespielt, habe sie für nicht so gut befunden und dann fürs Limited, denke ich, abgehakt. Aber wahrscheinlich gibt es Decks, die utilizen können. Lege ich mal zur Seite. Einen coolen Würfel. Ein Oversized Würfel. Sieht cool aus, gefällt mir. Lege ich mal hier drauf. Und vor allem diese massive Box ist wirklich cool immer und sehr, sehr praktisch. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich denke, 10 Booster sind dann zusätzlich zu dieser Box relativ fair. Sind es 10? 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster. Das ist halt fast 10. Okay, ich versuche nicht allzu viel zu verlabern jetzt. Wie gesagt, schreibt uns super gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Ich muss hier ein bisschen, jawohl, gucken, dass ihr das auf der Kamera habt. Und genau, zum Beispiel, was haltet ihr von diesen Rollen? Ich finde sie ein bisschen holprig, aber eigentlich ein cooles Design. Gameplay war sehr interessant. Beim Pre-Release kann man nichts sagen. Livadai ist ja eine coole Karte. The Roller Crusher Ride. Ich lese die jetzt nicht alle durch. Wie gesagt, ich will das Video nicht ohne Klang machen. Ah, Mythic into Mythic. Schönes Pack. Und noch eine Common, eine Foil und ein Token. Ich versuche mal hier nicht das Bild mit unnötigem Zeug voll zu machen, aber vielleicht die Rares und Mythic Rares. Ich muss ein bisschen mit meiner Kamera jonglieren. Seht es mir bitte nach. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Versuche natürlich, dass ihr das so gut wie möglich seht, ohne dass ich mir irgendwie das Genick breche. Toby, den hatte ich gestern auch in einem Pressbooster. Island kommt mal hier hin. Foil kommt dahin, Token kommt dahin. Okay. Zwei Booster, drei Rares. Das ist wohl diese Booster-Fang-Geschichte, die wir jetzt immer haben. Genau. Manifest Dread, Meatlocker. Also diese Räume, irgendwie finde ich sie schon cool, muss ich zugeben. Wie gesagt, ich glaube, Gameplay war es zumindest im Limited ganz, ganz cool. Geiler Uncommon-Spell. Leider die falschen Farben in Anführungsstrichen, aber passt zu Golgari natürlich. Ja, die Räume. Finde ich cool, Gameplay-mäßig bisher. Aber ob die es außerhalb von Limited irgendwie spielt sehen, wird sich zeigen. Noch eine grüne Rare. Das ist ja schon wieder genau mein Fatpack natürlich. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich das Grün meine absolute Lieblingsfarbe ist in Magic. Was ich in Wahrheit aber suche, wäre das Dimir Rare Land und den Kaito Planeswalker, wenn wir ehrlich sind. Schauen wir mal. Ansonsten
Gibt es aber auch andere coole Karten in der Edition natürlich. Das ist eine Mythic. Ich finde dieses Editionssymbol schwierig zu erkennen, aber das scheint Mythic zu sein. Das M sagt es uns auch. Schön. Rot und grüne Rares bisher. Das ist hervorragend. Foil. Noch mehr Foil. Token. Ja, da geht noch mehr, Freunde. Ich sag's euch. Da geht noch mehr. Noch ein Mörder. Hatte ich gestern nicht beim Pre-Release, obwohl ich schwarz gespielt habe. Mein Deck war aber sehr okay. Ich bin Dritter geworden. Mit einem 3:1. Die hatte ich im Deck zum Beispiel. War echt gut. Norin Enduring Tenacity. Okay. Kann man haben. Da denkt man auch jedes Mal, das ist eins der Rare Länder, aber ist es natürlich nicht. Ein Foil Room. Okay. Und da haben wir schon mal das Emblem. Jetzt brauche ich nur noch den Planeswalker dazu, dann bin ich zufrieden. Dann wie wahrscheinlich ist es bei neuen Boostern exakt die Mythic Rare aufzumachen, die man haben möchte. Eigentlich bei 98%, wenn wir ehrlich sind. Also der wird sich schon noch zeigen. Ride of the Moth. Quasi Source Plowshares. Ist auch kein Kaito. Flash, Eerie, German You Control Enders, whenever you fully unlock a room, draw a card. Oh, im richtigen Deck, ja, richtig coole Karte tatsächlich. Allerdings werde ich persönlich jetzt nicht die Verwendung dafür haben. Und so eine Signed Art Card. Okay. Drei Stück noch. Drei Shots auf den Kaito. Oder noch ein Rare Land. Ich muss immer wieder die Kamera checken, aber ich denke, es passt für euch. Wie gesagt, mit meinem improvisierten Setup hier hoffe ich, dass es okay ist für euch. Oh Gott im Himmel, Jesus, Maria und Josef. Also wirklich, die habe ich jetzt gestern zweimal aufgemacht und jetzt schon wieder. Das ist diese 0 Cent Rare, die mich einfach verfolgt in dem Set offensichtlich. Foil, noch mehr Foil und ein Token. Hey, Restricted Office. Naja, Home Office Job verfolgt mich also jetzt auch schon in meiner Freizeit, indem ich einfach irgendeine Müllrare 100 Mal aufmache. Okay. Also geil diese Artworks. Ich sag's euch nochmal, ich finde sie richtig geil, aber auch, ich weiß nicht, ob mir das passt mir nicht so richtig zu Magic. Aber jedem das seine. Die hier ist richtig gut. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das denn seht mit dieser Edition. Ich bin da echt etwas zwiegespalten. Naja, aber die lege ich mal beiseite, weil die ist echt gut, glaube ich. Und noch eine rote Rare. Hervorragend. Enduring Courage. Naja. Full Art Swarm. Jawohl. Foil und Token. Letzte Booster, Freunde. Sag's euch, wie es ist. Bisher waren die Booster, nicht das Riesen-Highlight, glaube ich. Ich kann jetzt diese eine Mystik nicht einschätzen. So, oh Gott. Ja, das ist auch keine. Ja, wahrscheinlich wird die spielbar sein in Modern oder so, aber vielleicht auch in anderen Formaten. Aber naja, nicht was man haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Mountain voll, jawohl, und das war's. Relativ medium, würde ich sagen, von der Ausbreite her, aber so ist es manchmal. Vielen Dank nochmal an unseren Sponsor, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Ciao.